Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, in der heutigen Folge möchten wir definitiv hier an den Quests ein bisschen arbeiten. Was ich aber auf jeden Fall auch brauche, ist mal diesen Scanner. Ich glaube, der war aber bei MV. Bist du? Wo ist der Scanner? Scanner, 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 Scanner. Sogar schon bei MV? Bei LV? Nee, ne? Ja, es geht schon wieder super los, ich weiß. Verwirrtes Mensch. Aber dieser Scanner wäre jetzt wichtig, dass wir den jetzt bauen würden. So. Bis. Ah, okay, da muss ich einen Wizard killen. Also darauf arbeiten wir auch hinaus. Könnte auch bald soweit sein. Wobei, da müssen wir erst noch einiges im Nether mit den Wizard-Skeletten spielen. Also hier drin ist nix. MV. Da ist einmal was, aber das ist der falsche. Ich sehe das kommen, ich baue das Ding gleich und dann sagt er mir, ja, wo das Bus ist. Da freue ich mich schon auf die nächste Version. Mir wurde schon ein wenig was erzählt, was da noch alles kommt. Also von jemandem weiß ich, dass Ölpipes kommen sollen. Auf längere Distanz, aber die wohl nur Öl können. Das wäre nämlich total super, weil ja, momentan ist das halt wirklich hin und her tragen von großen Zellen. So, jetzt schauen wir nochmal bei den Multiblock Goals rein. Da ist er. Ha! Und der Portable Scanner. Was brauchen wir denn von Portable Scanner? Wir brauchen einmal einen MV-Sensor, einen MV-Emitter, zwei HV-Circuits. Drei Aluplatten, eine Medium-Lithium-Batterie. So, wir haben das, wir haben das. Wir haben das. Dann haben wir gesagt, drei Aluplatten. Halt, nein. Nein, 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 nein. Wir haben noch mehr. Wir brauchen noch diesen Monitor. Das heißt, wir brauchen... Der Glaspane ist der Witz des Jahres. Mittlerweile. Glas Dust, das werde ich draußen haben. Glas Dust, der B wäre ich. Genau. So, halt, wenn ich schon da bin, kann ich gleich mal gucken, ob ich auch die nötigen Farben da habe. Das heißt, ich brauche jetzt Lime, Glowstone, Lapis und Red. Glowstone, Lapis. Lime und Red. Das Lime her. Mal, hab ich den drin. Was von? Noch wenn wir auch irgendwo herkriegen. So, dann bedeutet das für mich, dass einen Maserator. Habe ich ihn. Merkt ihr schon, ich muss irgendwann demnächst einen Maserator bauen, dass ich da auch mal was schnell zerkleinern kann. Wie gesagt, Vakuumfreezer ist jetzt halt momentan unser
unser Primärziel. Darum auch provisorisch erstmal das meiste aufgebaut. So. Damit wir halt das so schnell wie möglich jetzt erledigen können. Eben ausmachen. Dass wir mit mir so schnell den Vakuumfließer halt bauen können. Ich hoffe vielleicht sogar, dass wir uns die ersten Teile schon diese Folge angucken. Aber wenn nicht, dann definitiv dann die nächste. Also, das heißt, wir haben für den Monitor unten, also wir müssen jetzt erstmal den Glaspane machen. Dafür brauchen wir das Shape. Rein. Das ist mal schnell erledigt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall 3,7 Alu. Platten. Dann waren die jetzt, soweit ich weiß, in den Ecken. Glass Pane war in der Mitte. Reicht's? So, Lime oben, Glowstone unten. Dahin. Hoffe ich mal. Haben wir in Extractor, haben wir da. So, dich werde ich schmelzen müssen. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen, dass mir Maschinen, die mir schon mal gebaut haben in LV, dass wir die auch bauen dürfen in den anderen Stufen. Weil ich zum Beispiel glaube, der Extractor ist jetzt neu dazu gekommen, der Ofen ist dazu gekommen. Wir haben eine zweite die Brewery gebaut. Wir haben jetzt den Arc Furnace gebaut. Glaube, wir haben jetzt noch den Advanced Circuit Assembler. Haben wir auch noch dazu gestellt, damit es halt ein bisschen schneller geht, weil es einfach nur Zeit fressen. So, ja. Die Erzverarbeitung müssen wir auch noch hinkriegen, aber wie gesagt, dafür brauchen wir ja den Vakuumfreezer. Denn können wir die Coils machen und dann können wir auch endlich mal die Blume. Und dann können wir nämlich da auch weitermachen. Weil wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen den besseren, wie heißt der? Ja, den besseren EBF. Also, Monitor haben wir auch. Der Monitor kommt in die Mitte. Glaube ich so. Genau, und jetzt haben wir noch den da und dich da. Und die MV-Batterie haben wir hier. Und dann haben wir unseren Portable Scanner. Bling, bling. Danke. Medium-Batterie raus und dich rein. Und dann kannst du schon mal laden. Das ist schon mal schön. Den brauchen wir mal, um zu sehen, ob die ganzen Maschinen und was die alles können. Also zum Beispiel, dass der Clean Room auch diese 100% erreicht hat. So, und ich werde den jetzt mal nicht weiter vollladen, denn wir gehen jetzt erstmal in den Clean Room und machen den Clean Room an. Danach können wir den immer noch laden.
Ja, ganz hervorragend. Das Männchen hier verschläft die meiste Zeit. Erlöst dich. Bin nett. Musst nicht brennen. Was man beim Clean Room, das ist das, was ich noch weiß, definitiv beachten muss, ist, je öfters das ihr die Tür auf und zu macht, umso mehr, klar, verliert ihr wieder. So, auf jeden Fall fängt jetzt das Drehen an. Und jetzt hör mal rein. So, und jetzt sehen wir hier. Was sehen wir denn alles? Genau, wir haben Max Energy Income 128 EU pro Tick. So, wir machen das mal auf. Also er zeigt uns erstmal hier an mit dem Scanner, wo die Maschine steht. Dass das eine Multimaschine Clean Room ist. Dass es welche Härte und welche Blase es ist, denn das es ist. Von wem es ist. Progress 0 Sekunden von 2 Sekunden. Das heißt, alle 2 Sekunden müsste eigentlich die Effizienz steigen. Ja, jetzt sind wir schon bei 30%. So, was haben wir hier noch? So, dann sieht man auch jetzt No Pollution in Chunk. Hey yo. Das ist jetzt nämlich das auch. Ja, genau. Gehen wir schnell raus und bleiben mal in der Tür hängen. Kleines Männchen. Nicht gut. So. Das heißt jetzt, man kann jetzt nämlich auf jeden Block klicken. Das ist das Schöne. Da sagt er dir wirklich jeden Namen. Ja, das heißt jetzt, dieser Block ist da. Meter, Hardness, Blaseresistant, Pollution. Und Chunk 34.256 Pollution ist es hier drin. Wir machen jetzt mal den ultimativen Test, aber da gehe ich erstmal mich eingummieren. Und renne mal ein wenig als oranges Männchen rum. Das gehe ich nicht mehr in den Raum rein. Ich setze mal, wenn ich jetzt da klicke. Welchen Glauben verlieren, glaube ich. Haben wir denn hier? Wow, 585.319 Pollution im Chunk. Wie gesagt, was ich jetzt noch nicht ganz weiß, ist, das können wir ja mal, wir können ja mal einen kleinen Test machen. Jetzt einfach mal runter und klicke jetzt mal da drauf. So, also mir sagt er hier, dass 524.000 drin sind. Und hier sagt er mir sogar, sind Pollution in Chunk 598.439. Weil, wenn das natürlich geht, also weil es gibt ja diese Scrubber, kann es, die ich nämlich gerne die Scrubber sozusagen nach unten verteilen, weil wie gesagt, die Kellergewölbe sind ja dann groß genug, dass die Chunks halt auch sozusagen sauber machen. Und wenn das noch weiter runter geht, dann gibt es vielleicht irgendwann sogar mal eine Pollution-Ebene, die wo halt dann versuchen, unten die ganze Zeit die Luft wieder zu reinigen. Aber wie gesagt, ne, also hier drin ist es schon heftig. Ja, also je weiter das man dann weggeht,
Dann habe ich ja auch gesagt, und das sind nur die drei. Das ist der da und der da oben. Weil der da geht noch nicht ins Netz. Das sind nur diese drei Motoren. Nein, sind vier. Entschuldigung. Diese vier Motoren hauen so viel Pollution raus. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn es dann hier hinten MV steht. Da wird mir dann, glaube ich, Angst und Bange. Aber bei 500.000 Pollution, da willst du nicht mehr ohne Anzug rein. Wie gesagt, wenn halt genügend Pollution da drin ist, dann sickert es ja auch in die Nachbarjunks. Und das wird man jetzt dann merken, weil wenn man jetzt zum Beispiel dann hier draufklickt. Hier ist jetzt auch schon 4072 Pollution im Chunk. Und so viel Pollution stellt man hier nicht her. Also das heißt, es sickert aus diesem einen Chunk, der wohl ja weit genug weg ist, schon raus. So, okay. Wie viel Pollution hast du noch? Wie viel Energie hast jetzt du noch? 45.000. So, das heißt jetzt, wir brauchen einmal den Advanced Cutting, wir brauchen den Laser Engraver. Ich brauche einen Wafer. Und ich brauche eine Salt Lens. Ich glaube, das war die Salt Lens. Also, ich finde halt immer, man sollte sich den Scanner vorher bauen. Weil, wie gesagt, man kann es auch ungefähr einschätzen. Aber da ist halt eine Unsicherheit drin und bei und das Ding funktioniert erst meistens bei 100%. Sind jetzt bei et voilà, 100%. So, dann hätte ich gesagt, machen wir. Ja, da kommt mal dahin. Den Cutter tue ich hier hin. Verdammt. Ja, was hat der kleine Jack vergessen? Richtig. Kleiner Jack hat vergessen, dass da auch noch Lubrikant rein muss. Auf dass ich noch irgendwo Lubrikant jetzt drin habe. Nämlich eine Zelle, ich brauche eine Pumpe und einen Tank. Okay, nehme ich einen BC-Tank mit. Einen Tanks habe ich halt momentan nicht. Ich muss halt schnell eine LV-Pumpe bauen. Ich mitnehmen. Mitnehmen. Dann. So, Lubrikant. Jetzt brauchen wir schnell noch eine Pumpe. Und das da, das da, das da. Kann ich schon mal da reinschmeißen. Eine Pumpe übrig. Eisen. Kabel.
wenigstens. Geht das einigermaßen schnell? So, Bronzehammer, Tinrotor und Tinscrew. Da. Auch da. Rings. Das rein. Immer schlimmer, wie man sich das merkt. Und die Zahnpfosten möchte ich hier auch noch umstellen, weil wie ihr hier ja sehen könnt, ich habe jetzt hier eine Fackel und hier eine Fackel. Und das ist ja ungefähr die Positionen, wo sie am besten funktionieren. Ne? Wenn man jetzt F7 drückt, ist hier jetzt alles leer. Also ich gehe meistens dann hier hin und laufe dann immer so. Und ich würde halt gerne die Zäune auch so machen, dass die ungefähr auch in diesem Abstand drin sind. Das sind dann 2, 4, 5, also alle 6 Blöcke sozusagen ein Pfosten kommt. Aber das müssen wir auch uns schön anschauen. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier meine Pumpe. Dann brauche ich jetzt meinen Wrench. Einmal nach oben scrollen. Import. Einmal nach oben scrollen. Dann einen Tank drauf. Einmal Lubrikant rein. Schluff. So, dann haben wir unsere Swordlands und unseren Wafer. Und wie man sieht, er arbeitet. Also wie gesagt, man kann es jetzt auch sozusagen automatisieren, dass man sagt, ja, man tut jetzt hier Sachen einfach automatisch von außen rein und kann sie sich dann hier rausnehmen. Also indem man draußen eine Kiste hinmacht, glaube ich, zieht er die automatisch durch. Aber da werde ich nicht drauf. Also, wir möchten ja auf jeden Fall jetzt mal schauen, dass wir so weit wie möglich hier hinkommen. Wenn wir möchten jetzt zu den... Momentan ist ja der Vakuumfreezer noch nicht offen. Der ist, soweit ich weiß, bei den Multiblock Golds auch irgendwo hier. So, wir haben unsere zentrale Processing Unit. Hier. Und jetzt kommst du hier rein. Schneiden. 45 Sekunden. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt dabei, weitere Blastcrete-Blöcke zu bauen. Und ich glaube, wir müssen ja die Filter-Machine-Casings nach oben verfrachten. Also das heißt, wenn der Raum mal irgendwann... Also er soll mindestens 5 bis 7 breit sein. Minimum. Also momentan haben wir im Kopf zwei so Räume zu machen. Der eine wird irgendwann mal mehr der automatisierte und der andere wird mehr der sein, wo man mal drin rumrennt. Wie gesagt, deswegen müssen wir auch dann das Lobos auskleiden. So, wir haben den nächsten. Und wir haben jetzt aufgemacht Advanced Circuit Assembler. Und die Cutting Machine HV. Okay. So, das heißt, wir gehen jetzt nach vorne. Oder mal F7. Lustige ist ja, wenn man sich jetzt wegen oben nach oben guckt, ne, neben meinem Namen.
die FPS-Zahl anguckt, ich laufe nur nach vorne. Also und faszinierend. Also, dann brauchen wir als nächstes einen Advanced Circuit Assembler. Die müsste sich jetzt somit auch schon erledigt haben. Alle nochmal, das ist auch nur ein Emitter, zwei Konvoiermodule, ein Roboterarm. Bei Kupferkabel, HV, hier zwei Stück. Was? Naja. Alles eingepflegt, ihr habt sie gesehen. So, was haben wir denn hier drin? Da haben wir jetzt drin 686 Lubrikant. Das heißt einfach, wenn noch eine Pistole, sag mal Pistole, die Pumpe einstecken, diluted sulfuric acid. Reinpacken. Mal das jetzt hier raus. Nimm den Wrench. Aus ab. Meinen Cutter. Schön. Mal noch mal ein paar kleine Tanks bauen. Jetzt brauchen wir als nächstes Integrated Prozessoren. Das ist MV Good Tier. Man doch schon herstellen müssen. Da bist du ein anderer. Nee, du bist ein in Ah, okay. Andere. As there are three variants of God circuits. The God electronic circuit, the God integration circuit, and the needs an MV circuit assembling machine. Wo stelle ich dich denn her? Ah, needs clean room. So, ich brauche ein Plastikboard und fine red alloy wire. Ein Plastikboard haben wir noch. Fine Red Alloy Wire. Redstone Alloy Wire. Habe ich doch noch hergestellt, oder? Red Alloy Ingot. Ich habe doch mal gemeint, ich habe davon was hergestellt. Lasset mich suchen. Sei doch. Kenn mich doch. Hat mal wieder der Onkel nämlich das Zeug in die Maschine geschmissen und hat dann festgestellt, Mist, das war das Falsche. Okay, also das heißt jetzt, das, das und das ist immer gleich. So, das heißt Graphen. Ein Fine Platinum Wire. Nö. Das kann ich mir noch nicht leisten, Jungs. Blau und Gelb. Blau kann ich mir definitiv leisten. Das ist kein Problem. Orange kann ich mir auch leisten, aber das Gelbe noch nicht, oder? Tantalumfolie und Tiny Polyvinylchronolith Sheet. Silikon Rubber Sheet. Nee. Das ist noch ein bisschen außerhalb. Capacitor.
Verkabelsetter. Ja, das wird immer besser. Tiny Polyethylene Sheet. Ah, Polyethylene Sheet. Ist vielleicht doch nicht so weit weg. Nochmal gucken. Polyethylene Sheet. Ja, halt hier. Silikon Rubber Sheet. Ah, okay. Und Tantalum. Nee, okay, das ist dann doch ein bisschen weg. Es ist definitiv noch ein bisschen weg, weil ich glaube, das ist jetzt dann die nächste Plastikart. Aluminiumfolie und Tiny Thin Polyethylene Sheet. Das holen wir uns jetzt einfach mal. Da nehme ich jetzt mal, ich hätte gesagt, Thin Rubber Sheet und Thin Polyethylene Sheet. Genau. Dann nehme ich jetzt mal zwei Stück mit. Noch mehr Polyethylen und Aluminiumfolie. Also das heißt, davon bräuchte ich vier. Wir mal sicherheitshalber zwei Polyethylen mit. Da rein. Mal raus. Habe ich dich, dann habe ich dich. Dann läuft er. Das ist ja auch auch eine unserer Aufgaben, dass wir jetzt dann langsam aber sicher mal rangehen müssen, dass wir die ganzen chemischen Produktionswege auch ins Chemiewerk bauen. Aber ist halt momentan ist halt so viel zu tun, dass mir der Kopf platzt. Okay, also wir haben 16 Kapazitor. Und ich brauche nur einen. Verdammt. Den Tank habe ich da. Heißt jetzt, wir brauchen hier einen Clean Room. Ich brauche jetzt Soldering Iron. Und oben habe ich die hier schon gestellt, hoffe ich. Und deswegen muss ich mir auf, müssen wir auf jeden Fall mal wieder demnächst anfangen, so Pumpen zu bauen. Brauche jetzt davon drei. Davon vier. Es geht jetzt wieder. Ja, das ist das Problem, wenn man immer noch, ich glaube, das habe ich schon 3 Millionen Mal gesagt. Aber es ist halt leider so. Es ist halt leider das Problem, wenn man die ganze Zeit mit dem Fledermaus-Ding rumrennt. Es ist immer schön hell. Ihr seht immer schön was, aber man kriegt halt leider auch die negativen Effekte dadurch ab, dass man halt nicht merkt, wann es hell oder dunkel ist draußen. Da rein. Motor. Spring. So, was ich jetzt dann als nächstes anfange,
Muss ist auch auf jeden Fall den Gartencenter, weil auch wir die Biomasse dann en masse herstellen wollen müssen. Und ja, was schön ist, unser Kater ist verschwunden. Das, ja, ist halt teilweise Dummheit, teilweise ja nervig. Ich habe schon gesagt, wir werden es jetzt erst wieder aufstellen. Dahin, wenn wir definitiv den Endpunkt haben, wo es dann auch stehen wird. Weil da muss dann auf jeden Fall auch immer der Chunk dann sozusagen geladen werden. Und der kleine Onkel ist mal wieder total intelligent. Und hat vergessen, den Tank mitzunehmen. Ich bin ja wirklich mal gespannt. Wie gesagt, sobald wir in EV sind und die großen Motoren kommen, wird dieses Haus vermutlich mehr überflüssig sein. Da wird dann sozusagen hier das nächste Haus entstehen müssen. Die würde es dann machen. Aber bei uns wird es dann nicht abgerissen und gesagt, ja, wir machen das jetzt weg, sondern bleibt erstmal stehen. Nostalgie und so. Beziehungsweise nein, man baut sowas erst ab, bin ich der Meinung, wenn man auch gewährleisten kann, dass das andere funktioniert. Und wenn das andere dann definitiv funktioniert, dann kann man ja hingehen und sagen, okay, jetzt baut man den Käse ab, weil es halt reicht. So, dann heißt es jetzt für uns, wir brauchen für den Integrated, genau, wir brauchen nichts anderes. Das heißt, wir brauchen das da, wir brauchen das da, lassen wir alle rein, dich da, das da auch, das da. Habe ich jetzt die Resistoren vorne gelassen oder was? Ne, die habe ich da. Ja, ich habe die anderen Resistoren vorne gelassen, oder? Die Orangen, die SMD. Ja, Werkstatt. Vorgemacht. Hoffen wir mal. Jawohl. Es läuft. Es läuft. Und ich vermute mal, dass ich die Dinger brauche, um die besseren herzustellen. So, wie weit? Wie weit? Wie weit? Du bist fertig. Integrated Processor. Hervorragend. So, was brauchen wir jetzt? Small Coils, Steel Ring und Unrelated Copper. Okay. Ihr würdet mich meine Faulheit verzeihen, aber wir möchten noch ein bisschen weitermachen. Small Coil. Die Dinger brauchen wir für die Bässe, haben wir ja schon gebraucht. Jetzt brauche ich noch Small Steel Ring. Die lassen mich genügend haben. Danke. Und fein unrelated Copper Wire. Haben wir ja schon ein paar Mal hergestellt. So, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir ein Plastikboard. Zwei von diesen Circuits. Ja, sehr schön. Heißt also, ja, ich hab zu wenig Plastikboards. Ja, wir müssen das definitiv aufbauen. Da werde ich jetzt nicht mehr weiterkommen.
Doch, ich komme weiter. Ich komme weiter. Ha! Weil, Nickel-Zennig-Ferrik-Ring, das ist mir egal, aber ich habe hier. Ich kann mir hier vier Plastikboards geben. Ich räume mich so weg. Dann reicht es nämlich. Und ich lege mich hin, dann hört es Regnen auf. So, das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall Plastikboard dabei. Was ich nicht genügend dabei habe, ist. War das das andere? Jetzt haben wir dann schon wieder 45, Gott sei Dank. Was brauche ich denn für den. Dich hier? Ich brauche für dich nochmal 8. Ich brauche Random Access Memory Chips. Ich brauche Small Coils. Ich brauche Small Coils. Random Access Memory waren es, glaube ich, auch 4. Den da, den da. Gut. Dann lasset uns noch mal schnell in die bei der Erzverarbeitung vorbei. Wäre nämlich cool, wenn ich den noch, wenn wir den noch schaffen würden. So, wir haben einmal das Plastikboard und wir haben einmal noch den Fein. Das geht ja einigermaßen fix, das Ding. 10 Sekunden. Fragend. So, das heißt, wir haben schon mal das alles. Integrated und random. Mal gucken. Ach so, das war genau. Wir brauchen Processor Assembly und nicht den Code, der wo momentan angezeigt wird. Brauchen das Ding hier. Capacitor. 8 Stück, Random Access Memory 4, Fine Alloy 8. 2. Hoffentlich habe ich noch so viel Capacitor. Ja, habe ich. Okay, das heißt, ich brauche jetzt mein Board. Ich brauche die 4. 2. 500 Alloy. Ja, und Random Access Memory. Jawohl, es läuft. Es läuft. Es läuft. Ja, wohin läuft es denn? Fangt es wieder ein. Das ist doch schon mal der Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Jetzt haben wir einen Processor Assembly. Back. So, und jetzt brauchen wir als nächstes Plastic Circuit Boards. 4 Stück. Ja. Wunderbar. Ach so, weil ich 4 Workstations brauche. 8 Prozesse Assembly. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch Plastik herstellen. Wir brauchen einen ganzen Stack Electrum Wire, einen ganzen Stack Blue Alloy Bolts, 32 Random. Ja, das ist ein bisschen was, was wir jetzt dann brauchen. So, das heißt für mich. Aber wir sind dann, Advanced Circuit Assembler Stufe 2. Das heißt, das ist dann die HV-Variante, MV und HV-Variante. Kommt nacheinander, hervorragend. Da bin ich ja wieder begeistert von. Und wie gesagt, und wir sind ja nur dabei, alles soweit schon mal vorzubereiten, dass uns die richtigen Sachen aufgehen. Weil zum Beispiel Space Race ist noch nicht offen. Da wollen wir ja auch hin. Aber ich glaube, für Space Race brauchen wir einfach nur den. Getting your first Platinum. Ja. Ja.
habe ich auch schon mit Erschrecken festgestellt, wie wenig Plastik das Platin das man rauskriegt. So, also wir haben das. Wir haben jetzt einige schöne Sachen fertiggestellt. So, was man jetzt noch als kleines Problem hat, finde ich, er schluckt ja die ganze Zeit Strom. Heißt, wenn man jetzt den aber nicht braucht, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen macht, macht es Sinn, den auch abzuschalten. Hochfahren braucht zwar dann auch genügend, was nein, Strom nicht, aber Zeit. Aber ich sag mal so, wenn man halt wie mir jetzt momentan noch zu wenig Strom hat und halt zum Beispiel sagt, okay, wir möchten jetzt noch jetzt was anders machen, wie zum Beispiel da vorne buddeln. Okay, dann wird der Chunk nicht geladen, dann hat sich das Thema auch erledigt, weil dann ist da auch kein Strom. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Chunk geladen wäre, dann die ganze Zeit nur Strom fressen. Für nix und wieder nix. Und dann hätte ich gesagt, dann macht es mehr Sinn, das Ding wieder abzuschalten und dann, wenn man es braucht, wieder anzuschalten. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das wieder alles raus. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal nicht am Vakuumfreezer arbeiten, sondern wir werden beim nächsten Mal an den Plastikboards und anderen Sachen rumschrauben müssen, damit wir vernünftig unsere Sachen bekommen. Ja, wird nicht anders gehen. Gut, aber für diese Folge sind wir durch. Dann gibt es nur noch ein paar Kleinigkeiten loszuwerden, denn Standard ist Standard. Denn wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik oder sonstiges habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann heißt es, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.